Hi Leute, willkommen zurück in der nächsten Folge aus unserem neuen Träger. Wir haben uns endlich mal einen Hai besorgt, nachdem wir jetzt die Baronen auf Ruf 20 hatten und auch schon ein paar Schiffe nachbestellt. Unser Hai ist gerade unterwegs in unseren Hauptsektor. Das fliegt hier jetzt gerade unser Kapitän. Und ich habe mir überlegt, der ist ja auch, glaube ich, gar nicht so gut, der hier. Wir schmeißen den jetzt einfach mal raus. So, und dann setzen wir den neuen ein. Wir hatten doch da einen gehabt. Ich bin mir jetzt nur nicht mehr sicher, wo hatten wir den hingesetzt? Ich glaube, den hatten wir auf die Hydra. Genau, auf die Hydra hatten wir den gesetzt. Den werden wir jetzt nehmen, denn der ist eigentlich gut. Kann ich helfen? Und dann werden wir den auf den Hai setzen. Bestätigt. Und ja, dann noch mal einmal ein Teladi, den setzen wir jetzt hier auf die königliche Hydra. Das ist ja das neue Schiff, was wir als Belohnung erhalten hatten. Wenn ich den jetzt mal hier finden würde. Eigentlich müsste der. Ja, jetzt ist er drin. Er war auch gerade rot geworden. So, jetzt müssen wir nur kurz warten, bis unser Kapitän auch da ist. Denn dann geht es auch hier weiter. Wir können ja auch mal selber fliegen. Ist immer noch genial, vor allem die Antriebe sind ja schon genial designt, auch vom Sound her. Da bekommt man so richtig die Power der Antriebe und vor allem, ja, wie schwer das Ding hier ist, überhaupt mal so im Gefühl. Wir haben das Ding auch schon so ein bisschen modifiziert, das ist ein bisschen schneller und wendiger ist. Das ist jetzt ungefähr so wendig wie eine, ja, Kolossus. Und wo ist denn unser Kapitän hier hin? Der müsste doch eigentlich schon da sein. Naja, der wird gleich kommen. Hoffe ich zumindest mal. Und dann geht es weiter in den Hauptsektor. Wir sind auch gerade erst gestartet. Hier sind wir noch eine Station am Bauen. Können wir auch mal noch eine Besatzung draufpacken, sprich ein Manager. Die ist allerdings für die Quest. Das hatten wir alles mal so angetriggert, einfach damit wir ja den Ruf schneller bekommen. Jetzt haben wir das aber schon relativ weit, von daher passt das jetzt erstmal. Wir haben Barracuda bestellt, einfach um hier den Träger auch zu bestücken. Und ja, jetzt warten wir hier nochmal auf unseren Piloten. Ja. Nein, wir lassen das einfach mal laufen. Und ansonsten habe ich mir auch jetzt über das Flottenkonzept mal ein paar Gedanken gemacht, habe mal in den Foren recherchiert, habe da auch was Interessantes aus 2020 gefunden und das werden wir jetzt hier im Grunde anwenden. Wir haben ja 4 Grundflotten, nenne ich sie mal. Und ja, diverse Odachi-Schiffe, das ist auch soweit erstmal okay. Und wir werden jetzt im Grunde Folgendes machen. Wir muss gerade selber hier nochmal nachlesen. Denn wir werden ja immer die Flotten hier so einsetzen, dass wir die B-Mod als Staffel einsetzen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, okay, wir greifen jetzt hier ein Schiff oder eine Station an, dann holen wir die B-Mod und dann kommen im Grunde 6 Zerstörer angeflogen. Und um die Gesamtpower so ein bisschen noch zu erhöhen, gerade bei Schiffen, werden wir jetzt allen Zerstörern noch Begleitschiffe geben. Und das werden wir ausschließlich jetzt mal mit M-Schiffen machen. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir welche herbekommen. Ich würde das gern mit der Odachi machen. Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Schiff. Und davon werden wir jetzt sehr, sehr viele brauchen. Wir bestellen da jetzt mal 100 von. Und auch auf den anderen Schiffswerften werden wir das in Auftrag geben. Wir werden das massiv aufstocken. Dafür werden wir auch die Moräa nochmal brauchen. Da haben wir auch schon einige jetzt wieder gebaut. Und ja, wir bestellen jetzt einfach mal hier, keine Ahnung, die können wir ja nochmal abbrechen. Es geht jetzt erstmal nur darum,
Wer ist zuerst fertig? Einfach damit wir parallel jetzt einfach produzieren. Das ist so der Hintergrund. Jetzt gucken wir mal in den Bau rein. Was haben wir denn hier noch? Ach, das ist unsere Yasur angedockt. Okay, das passt. Jetzt haben wir hier schon die erste Odachi im Bau. Und ja, Barracuda sind angedacht. Die sind jetzt ja für den neuen Hai. Der neue Hai bekommt auch hier noch 4 Rochen gebaut, sobald die denn überhaupt geliefert werden können. Genauso hier noch ein Orca, den wir bestellt haben. Und ja, jetzt haben wir hier 400 Odachi im Bau. Ich bin mal gespannt, wann die denn fertig werden. Wir haben auch ansonsten jetzt hier nicht wirklich was übrig. Plan ist es, dass jeder Zerstörer fünf M-Schiffe bekommt als angreifende Staffel. Jetzt müssen wir mal gucken. Das wären bei 6 Zerstörern 30 M-Schiffe pro Flotte. Das heißt, die 6 Zerstörer bringen einfach mal noch 30 M-Schiffe mit. Und ich denke, das ist von der Anzahl auch gut so. Und die M-Schiffe wiederum erhalten Eskorten. Das wäre mal so der Plan. Und wir können ja mal gucken, wir haben jetzt hier 5 Stück schon drin. Das heißt, auch also der Staffelführer der Zerstörer erhält dann auch diese 5 Schiffe. Wir setzen die einfach mal auf Delta. Wir machen das jetzt mal in Delta rein. Das sind die 5 Begleitschiffe für die Behemoth hier. Und dann halten die 5 Behemoths ebenfalls noch welche. Und die Odachi hier sollen dann auch noch weitere Schiffe bekommen. Und jetzt ist die Frage, die sollen jeweils 2 S-Schiffe bekommen. Das heißt, wir haben 30 mal 2. Das heißt, die ganze Zerstörerflotte hat pauschal noch 60 Jäger mit dabei. Und die weisen wir. Und das war ich noch so ein bisschen am Überlegen, ob wir die als Verteidigung einsetzen oder eben mit angreifen lassen. Ich denke, mir ist dieser Verteidigungsgedöns dann ein bisschen zu passiv. Das ist so das Ding. Ich weiß auch gar nicht, was passiert, wenn wir jetzt die Flotte hier angreifen lassen, ob die verteidigenden Unterschiffe da aktiv werden. Oder wir stellen sie wirklich auf Verteidigen ein. Dass einfach die geschützt werden. So, das heißt, wir holen jetzt hier mal jeweils 2 Barracuda, ach Quatsch, Moreia, als verteidigende Alpha-Schiffe der einzelnen M-Schiffe. Und bevor wir uns die Mühe bei jeder Flotte machen, werden wir das testen. Wir holen die Flotte, schmeißen die mal irgendwo gegen und gucken, was passiert. Das Konzept halbwegs aufgeht. Das werden wir dann entsprechend natürlich speichern. Und ja, wir müssen es einfach ausprobieren. Das ist so pauschal gar nicht absehbar, denn viele Konstellationen, die ich schon gemacht hatte, haben sich in der Praxis als suboptimal erwiesen. So sollte das jetzt hier aussehen. Das heißt, die Odachi haben hier immer die verteidigende Schiffe mit dabei, jeweils 2 Stück. Und das Ganze dann auf den Unterzerstörern dann nochmal unterstrukturiert. Das heißt, wir brauchen im Grunde jetzt noch 5 mal 5, das heißt 25 Odachi plus also 50 Jäger. Das wäre jetzt mal noch die Jäger. Hätten wir, glaube ich, schon. Das sollte eigentlich überhaupt kein Problem sein.
Und ja, die Odachi müssen wir warten, bis die eben produziert sind. Die sind jetzt hier teilweise im Bau, aber eben noch nicht fertig. Unser Kapitän ist mittlerweile da. Wir fliegen auch weiter. Ja, das ist doch eine super Sache. Und ja, die Station ist fertig. Die dürften wir dann, glaube ich, jetzt übergeben. Ja, bin ich mal gespannt hier. Wir haben unsere ganzen Stationen jetzt schon ziemlich ausgelaugt, was die Ressourcen angeht. Deswegen wird es wohl teilweise auch ein bisschen länger dauern. Können aber mal parallel was anderes schauen. Und zwar die 5 hier. Die hat ja im Grunde alles da, um Schiffe zu bauen. Und die ist doch, glaube ich, naja, fast fertig. Dann werden wir hier nämlich einfach auch einen Raumdock mit draufpacken. Dann kann die auch noch was produzieren. Mit der 6 hier oben. Gucken wir uns auch mal an. Die ist auch schon mehr bedingt weit. Das hält sich da echt in Grenzen. Obwohl wir da auch nur die Hälfte hatten. Können wir vielleicht mal noch mal ein bisschen Geld rüberschieben. Gucken wir mal in die Finanzen rein. Der einzelnen Stationen. So, die Hüllentale, die nehmen wir mit. Die Schiffswerft versorgen wir wieder. Da haben wir auch bald alles gedeckelt, wie wir sehen. Das hält sich jetzt auch in Grenzen. Ich werde das immer nur so minimal bestücken aktuell, dass einfach, da wir das Geld im Moment so ein bisschen aufsplitten auf Flotte und Stationsbau. Dennoch sollte das hier endlich fertig werden. Deswegen gucken wir, dass wir da auch noch das Geld reinschieben. Die 5 ist bald fertig. Da brauchen wir eigentlich wirklich nicht mehr viel zu machen. Ja, die 6, ob die jemals fertig wird, ist so eine Sache. Lassen wir mal so stehen. Genauso wie die Forschung hier. Da ist das Kühlmittel mittlerweile da. Das Nevidium kommt irgendwie gar nicht bei. Obwohl wir da ja eigentlich Miner mit drauf hatten. Aber okay, die Farm Nevidium dauert halt brutal lange. Und ja, wir sind. Ja, wo sind wir denn? Der kommt hier gar nicht durch die Kiste. Sir? Bin ja auch immer gespannt, wann denn die Rochen und so weiter gebaut werden. Das ist ja so unsere boronische Flotte. Ansonsten gucken wir mal auf die 1 drauf. Da sehen wir jetzt hier die Odachi, das sind jetzt hier die ganzen Schiffe. Wir können das einfach mal resetten. Dann sollten die sich nochmal neu aufstellen. Ich bin jetzt nur mal gespannt, wie sich das mit den Begleitschiffen. Das sind nämlich gar nicht so viele Brotzerstörer, wie wir sehen. Und wenn das alle haben, hält sich das eigentlich auch in Grenzen. Denn die machen ja das für die Behemoths und eben nicht für den Hauptträger. Und entsprechend können wir uns jetzt mal noch überlegen. Die Moräer, die werden wir nämlich als verteidigende Schiffe einsetzen. Und zwar alle. Wir splitten die gegebenenfalls noch einmal auf. Das heißt, das sind 28 Schiffe. Die sind jetzt hier in Gamma. Das heißt, wir machen noch Verteidigen auf Delta. Denn die sollen eigentlich gar nicht aktiv irgendwas machen. Und die Katana, die stellen wir eben, die lassen wir einfach mal auf Abfangen gehen. Das sind eigentlich Schiffe, die sind gar nicht aktiv. Die sollen wirklich nur sich um die Verteidigung des Trägers an sich kümmern. Und die setzen wir später zielgerichtet einfach ein. Und ich bin jetzt nur mal gespannt, wenn wir jetzt hier alles zugewiesen haben an alle Zerstörer, wie das dann aussieht. So, das ist jetzt der erste Plan. Das heißt, die ganzen Zerstörer bekommen jetzt jeweils 5M Begleitschiffe. Dazu gibt es dann halt noch die Moreia mit dabei als verteidigende Schiffe. Die sollen in der Theorie das Feuer ablenken von den M-Schiffen. Eigentlich eine Art Schild
PDM-Schiffe, ob das so gut funktioniert, glaube ich nur bedingt. Ich glaube, es wäre sogar sinnvoller, die mit M-Schiffen zu bestücken, statt die Moreia mit reinzupacken. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Dann aber als angreifende Schiffe, dann wäre da wesentlich mehr Feuerkraft hinten dran. Aber fürs Erste können wir es ja mal so initialisieren. Wir bauen jetzt ja diverse M-Schiffe. Und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ansonsten, die 28 haben wir jetzt ja auf Verteidigung stehen. Ebenfalls sollen die M-Schiffe hier auf dem Träger als verteidigende Schiffe dienen. Wir stellen es auch jetzt einfach mal so ein. Das ist die Beta-Staffel. Switchen wir auf Verteidigung um. So, dann haben wir zwei gesplittete 14er-Staffeln und den Supporter. Der Supporter sollte dann im Idealfall noch Transporte erhalten. Das lassen wir jetzt mal aber so außen vor. Und die Schiffe hier mit den Odachi, da habe ich überlegt, da wäre es eigentlich clever, einen Träger zuzuweisen. Ich weiß noch nicht genau, ob es funktioniert in der Tat. Das heißt, wir geben einfach nur die eine Odachi einem Träger in die Staffel. Und der Träger soll im Grunde nichts machen, außer die Schiffe reparieren. Und das war's eigentlich. Im Grunde könnten wir dann aber die Schiffe auch direkt dem Träger zuweisen. Deswegen, das hier ist eigentlich so eine Sache, die ich glaube ich so gar nicht fahren will. Denn die werden ja auch einfach gar nicht durch einen Träger oder einen Supporter unterstützt. Müssen wir mal gucken. Wir werden jetzt auf jeden Fall sehr viele M-Schiffe hier mit reinziehen. Das heißt, die Zerstörer halten jetzt jeweils 5 Korvetten mit Begleitjägern. Bin mal gespannt. Wir werden es testen. Uns dann auch ein bisschen optimieren nochmal. Der Tipo kommt ja echt überhaupt nicht gut hin. Warum denn eigentlich nicht? Die können in der Tat das Schiff hier nicht fliegen. Wir übernehmen das jetzt mal. Das klappt beim nächsten Highway besser. So, dann drehen wir den. Ging jetzt einmal selber durch. Dann lassen wir unseren Sternenspiegel. Kapitän noch mal übernehmen. Ich hoffe, das klappt jetzt hier besser. Dann gucken wir mal in unsere Bauliste rein. Dachi werden jetzt langsam aber sicher gebaut. Die Barracuda sind dann auch bald fertig. Wie viele haben wir denn da bisher? 44. Können wir prinzipiell schon mal einfach hier draufsetzen. Dann ist das auch eine Flotte. Die nennen wir jetzt einfach mal Boronische Flotte. Mal gucken, wie wir die einsetzen, ob wir die einsetzen und so weiter. Und die Moreia haben halt echt viele.
Was haben wir denn jetzt hier ungefähr stehen? 98, wir brauchen eigentlich gar nicht so viele mehr. Ja, wie machen wir es hier mit denen? Das sind ja diese Schwarmschiffe. Mit den ganzen Jägern. Brechen die jetzt auf? Zumindest mal eine. Dann holen wir die 5 Odachi und geben die jetzt mal hier in die B-Mod rein. Dann haben wir noch 5 Stück. Die zweite. Ah, blöde Frage. Wie sieht es denn da mit der Config aus? Das hatten wir beim Bestellen. Ach, ich habe die jetzt wieder falsch bestellt, alle. Müssen wir jetzt nochmal aufpassen. Ja gut, wir können es ja relativ simpel umrüsten. Es ist nur nervig. Egal, dann prüfe ich die jetzt einmal durch. Denn sonst macht das mit den Geschütztürmen nur bedingt Sinn. Im Grunde können wir das auch so machen, wir geben dem mal einen Turm, machen zuerst Jäger angreifen und dann im Nachgang können die ja dann auch entsprechend die anderen größeren Schiffe angreifen, sprich was auch immer es dann sein wird, dass Träger sind oder, ah, wie sieht es denn da aus? Warum fliegen die jetzt nicht zum Umrüsten hier? Ganz verstehe ich das hier nicht. Das ist echt immer ein bisschen blöd. Mit den Befehlen. Ja, weil die schon einen Turm haben. So, machen wir einfach zuerst Jäger. So, dann jetzt werden sie aber alle ausgerüstet, umgerüstet. Plus die Konfiguration und haben noch einen Turm mit dabei. Das heißt, die Delta-Staffel ist jetzt hier komplett. Da sind auch die zwei Moräer mit dabei. Und hier würden wir noch welche draufgeben. So, und die Theorie ist ja bei dem ganzen Spiel hier, dass die ganzen untergestaffelten Schiffe auch entsprechend durch den Träger repariert werden. Zumindest sollte es mal so sein. Das werden wir dann mal testen. So, das wären jetzt einmal. Ne, die müssen da drauf. So, dann haben die jetzt alle der ersten BM-Mod die Begleitschiffe auch mit drin.
Ich finde die Konfiguration halt nur mega aufwendig. Vor allem, um das auch nochmal nachzurüsten. Bin da noch nicht so ganz zufrieden damit. Also die M-Schiff auf jeden Fall, nur ob wir da vielleicht nicht einfach nur M-Schiffe mit reinpacken werden. Ja, wir werden uns das jetzt einmal anschauen, wie das dann final aussieht und ob die Flotte an sich so überhaupt bewegungsfähig ist. Das ist nämlich das nächste Problem. Wenn zu viele Schiffe da drum rumschwirren, kann es passieren, dass die gar nicht am Ziel ankommt, weil sie überall blockiert. Aber mit den 30M-Schiffen bekommen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was an Power mit drauf. Entspricht ungefähr, ja, 60S-Schiffen. Das ist schon ganz gut. Oder wir lassen die Jäger weg und machen einfach mehr M-Schiffe mit dabei. 6 Korvetten auf 6 sind wir 36. Weil die sind ja auch nur zur Verteidigung da. Wir gucken uns das jetzt mal an, wie es aussieht. Und wenn uns das gar nicht gefällt, dann ändern wir das nochmal. Und wenn wir dann ein optimales Setup gefunden haben, dann werden wir das auf allen vier Flotten anwenden. Nur mir sind die Flotten hier einfach so zu schwach und die Jäger sind einfach nicht sinnvoll einzusetzen von den Trägern. Okay, also jetzt hätten wir zwei B-Mods. Okay, M-Schiffe fehlen jetzt hier eben noch. Wir brechen die Moräa vielleicht mal ab. Haben wir denn hier noch für einen Befehl drin? Kann ich helfen? Können wir auch in der Tat nur selber bauen, wir können die gar nicht einkaufen. Haben wir insgesamt auf jeden Fall eine Menge Schiffe mit dabei. Ich habe nur die Befürchtung, wenn da 60M-Schiffe da drumrum schwirren, das einfach vielleicht ein bisschen viel sein könnte. So, was ist denn hier mit Kann ich dem helfen, Kollegen? Sir? Was macht denn unser Heider? Der wartet, bis die Barracuda da sind. Ja, okay, gut. Wir springen jetzt einfach mal auf ein anderes Schiff. Auf unsere Haupt-B-Mod, die ist zwar jetzt im Hauptsektor, sollte aber trotzdem noch performant laufen. Erreiche System Nopileus Glück. Lass uns trotzdem mal hier rausfliegen, wo es ein bisschen ruhiger ist. Obwohl, es läuft ja eigentlich. Bin da eigentlich echt keine Probleme. Also mit der neuen Hardware bin ich da echt zufrieden. Deswegen werden wir auch keine Probleme bekommen mit den massiven Schiffen, die wir später haben. Denn das ist immer so ein Punkt,
wo das Spiel halt in die Grätsche macht. Auf der meisten, bei den meisten Geräten, da ja, die Chipsanzahl im eigenen Portfolio drückt massiv die Leistung. Zumindest war das bei mir immer so gewesen. So, da kommen sie alle. Wir übernehmen jetzt mal hier unser Schiff. Und gehen jetzt mal aus dem Sektor raus. Sind schon viele, ne? Aber gerade gegen andere Zerstörer machen die Schiffe halt dann echt Sinn. Na, wir schauen mal. Wir brauchen einfach mehr M-Schiffe noch. Erreiche System, frommer Nebel. So, wir stellen uns jetzt einfach mal hier hin. Da haben wir ein bisschen mehr Ruhe. Aber die Verbündeten staffeln ja ähnlich, ne? Also, jetzt mal hier irgendwo gucken. Ob wir vielleicht auch Satelliten haben. Sehen wir es jetzt nirgendwo hier. Ich hatte es mir aber doch irgendwo schon mal angeschaut. Wir haben halt hier nirgendwo einen Überblick. Auch da haben wir doch was bei den Hop. Jetzt hier eine Ares-Staffel nehmen. Die hat dann noch zwei weitere Jäger mit dabei. Das ist so eine kleine Config. Der Odysseus ist hier einfach mal mit 7 Zerstörern und einem Supporter unterwegs. Ne, zum Beispiel. Und hat dann entsprechend unter den Zerstörern auch nochmal M-Schiffe mit dabei. Und ein paar S-Schiffe. Die S-Schiffe sind wiederum in den M-Schiffen teilweise mit drin. Halt unterstrukturiert, ne? Also ähnlich wie wir es eigentlich jetzt machen, nur dass eben ein Träger hier nicht dabei ist. Aber mit einem Supporter. Das ist halt schon ganz gut so. Deswegen ich vielleicht auch die Träger rausnehmen werde. Aus den Zerstörerstaffeln und das nur mit den Nomads laufen lasse. Die Nomad brauchen wir ja für die Zerstörer hauptsächlich. Die Kolossus selbst theoretisch auch. Aber wir staffeln gerade, wie es auch die KI macht.
Nur eben, dass der Träger nicht mit dabei ist. Aber ich sehe da jetzt erstmal kein Problem mit. Da wir die ja so einsetzen können. Einfach hier über den ersten. Die erste B-Mod können wir im Grunde das Ganze hier anweisen. Wir lassen die mal dahin fliegen. Uns fehlen jetzt hier noch 15. Odachi. Jetzt haben wir hier 4 Stück. Die brauchen jetzt, ja gut, da kommen jetzt die ersten rein. Die Barracuda sind soweit fertig. Das sind jetzt hier 16. Da sind dann die, ich glaube, alle, die wir dem Hai zuweisen wollten. Holen wir die mal schon mal raus. Müssen wir einfach mal kurz warten, bis hier noch ein oder zwei Odachi fertig sind. Erwarte Befehle. So, und jetzt sehen wir es nämlich hier. Die bauen sich hier eigentlich schon intelligent auf. Würde ich jetzt mal behaupten. Immer ein bisschen anders, weil die Formation teilweise anders ist. Aber die Zerstörer stehen hier jetzt in einer Dreiecksformation. Und die kleinen Schiffe halt hinten dran. Aber auch nicht hier um jeden Zerstörer drumherum. Also eigentlich sind die schon ganz intelligent aufgestellt so. Wie sich das eigentlich auch gehört. Und unser Träger kann jetzt einfach da wegbleiben. Oder wir machen es wirklich ohne Träger. Mich stört das mit dem Träger so ein bisschen. Denn der ist ja voll beladen. Das heißt, die können ja an dem Träger ja sowieso gar nichts reparieren gehen. So, da haben wir die nächsten 5 Odachi. Die kommen jetzt hier einmal rein. Müssen wir jetzt aber noch mal nur einmal hier drüber. Zuerst Jäger. Das müssen wir mit denen auch machen. Da geben wir einfach einen Satelliten drauf und stellen das Ganze auf. Ah ne, wir müssen erstmal alle auswählen. So, und dann machen wir zuerst Jäger. Packen da einen Satelliten mit drauf. Und dann sind die auch alle in der Ausrüstung drin normalerweise. Wir machen das mal gerade hier ein bisschen schneller. Ja, das passt. Dann wiederum die 2 Morea Odachi als verteidigende Schiffe. So ein Flottenaufbau ist echt spannend. Mir macht es aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Spaß, sowas mal zu machen. Ich meine, ein paar Erfahrungswerte haben wir ja. Und die Erfahrungswerte haben gezeigt, dass Zerstörer gegen andere Zerstörer einfach immer das Problem haben, dass sie einfach zu langsam, zu spät die Dinge angreifen und dann immer auch ein Schiff dabei hops geht. Und das will ich jetzt eigentlich mal vermeiden. Wenn die alle auf Verteidigen stehen, wird es auch funktionieren, denn sobald der Zerstörer... das wäre eigentlich auch intelligent, ne? Also das heißt, wir stellen die M-Schiffe einfach auf Verteidigen und sobald ein Zerstörer
Beschuss bekommt, greifen die das Ziel an. Dann haben wir aber initial gar nicht den gesamten, ja, die Firepower von allen. Wie wenn wir jetzt den Angriffsbefehl geben würden. So, da haben wir noch zwei Odachi. Wir werden es einfach mal so machen jetzt. Das ist auch gar nicht allein auf meiner Theorie jetzt alles, sondern mit diesen Verteidigern als Begleitschiffe der M-Schiffe. Das hat jemand anderes im Forum geschrieben und ich fand das eigentlich interessant und wollte es deswegen auch mal ausprobieren. So, das hier passt aber irgendwie nicht. Ich blicke hier bald nicht mehr durch in der Liste. So, hier haben wir zwei Verteidiger jeweils drin. Das passt. Und die haben noch alle die Konfiguration mit den Geschütztürmen. Zweite BM-Mod. Es wäre ganz cool, wenn man dieses ganze Layout später nehmen könnte, auf eine Flotte anwenden könnte und einfach die Schiffe zuweist und die sich dann automatisch so verteilen, dass es passt. Das wäre zum einen wäre das cool, um eben weitere Flotten zu gestalten. Weiter wäre es gut, um die Flotten nochmal zu befüllen, wenn Schiffe down gehen. Denn das Ganze manuell nochmal aufzufrischen, ist halt echt mühselig. Da muss man wirklich hier nochmal in jede Staffel rein. Und das macht überhaupt keinen Spaß, wenn man die wirklich in der Config dann so erhalten möchte. So, gucken wir in die dritte rein. Da haben wir das auch schon jetzt eingestellt, das passt. Zwei Begleitschiffe jeweils drin. Einer ist hier noch gerade am Abfliegen, der müsste aber dann gleich kommen. So, dann fehlen nur noch die zwei hier. Sind fertig, da werden jetzt aber einige produziert. Machen das jetzt mir einfach mal, dass wir zumindest mal jetzt mal eine Flotte voll bekommen. Das wäre jetzt mal so eine coole Sache. Okay, so jetzt müssten wir hier 5 Stück schon mal haben. Dann bekommt jetzt die zweite B-Mod das hier einmal rein. Also die vierte oder fünfte, wie man es zählen will. Die wiederum schicken wir jetzt direkt hier zum Dock. Geben denen auch nochmal ein Türmchen mit. Machen jetzt zuerst Jäger angreifen. Und so übernehmen wir das. Dann geben wir den ganzen M-Schiffen wiederum die zwei Begleitschiffe in der Verteidigung. Denn wenn wir uns das wirklich bei der KI anschauen, die macht es ja wirklich ähnlich. Da werden auch Unterstaffeln für die Schiffe gemacht und da wird mit alles in großen Staffeln reingeklatscht. Und das werden wir jetzt einfach selber mal so machen. So. So, mal kurz hier beschleunigen. Der müsste doch dann auch auf 2 rüberspringen. Ja, das passt. Das heißt, die 5 sind fertig. Das heißt, die B-Mod ist fertig. Fehlen noch 5 Odachi. Machen wir uns mal gerade hier
Zwei Stück hätten wir. Welche werden denn hier fertig? Die zwei, da noch eine. Dann hätten wir ja die fünf. So, wo ist denn die fünfte? Waren doch schon fünf, oder? Naja, dann eben jetzt. So, 5M-Schiffe. Auf die Behemoth. Zum Umrüsten. Kommt dann hier auch wieder ein Turm, dass wir die Config übernehmen können. Ich meine, wenn die einen Turm mit dabei haben, ist auch grundsätzlich gar nicht so verkehrt. Müssen wir natürlich auf allen machen, sonst macht das auch keinen Spaß. Ich muss mir das angewöhnen, das beim Bestellen direkt zu machen. So, dann wiederum die Verteidiger auf die M-Schiffe. Die haben wir ja schon in Massen produziert, das ist ja dann kein Problem. Dann bin ich gleich mal gespannt, wie die sich aufstellen werden in der Gesamtkonfiguration der Zerstörer. Wenn uns das Setup gefällt, machen wir das mal 4. Dafür haben wir natürlich nicht genug Schiffe aktuell, die müssen wir dann noch produzieren, aber das ist im Grunde auch nur eine Frage der Zeit. Also das ist im Grunde jetzt echt kein Problem. So, das heißt, die haben wir, die haben wir, die haben wir, die haben wir. Und die hier auch, das heißt, alle Odachi haben das. Dann ist auch der letzte Zerstörer fertig. Die 5 Odachi hier zählen ja zur Behemoth hier. Die haben wir auch fertig. Da ist auch das mit den Türmen schon erledigt. Das irritiert halt nur, weil es wirklich ein bisschen... Staffeln werden halt ein bisschen unglücklich angezeigt, finde ich immer noch. Weil es eben alles nur in dieser kleinen Liste angezeigt wird. Die Katana des Trägers, die sind ja mal komplett außen vor. Uns interessiert ja wirklich nur diese eine Behemoth-Flotte. Und jetzt sehen wir hier, die stellen sich momentan noch anders. Ja, wir gucken mal. Wir werden das mal noch ausprobieren. Bis dann auch alle da sind. Denn die Schiffe interessieren erstmal nicht wirklich. Die Nomad packen wir aber jetzt in die Staffel hier mit rein. Zählt immer noch zur Gesamtflotte. Wenn ich die aber jetzt hier rausnehme, dann ist der Träger allein und hat im Grunde nur noch die Schiffe. Okay, so wie weit sind die denn? Ach Gott, was ist denn hier los? Was sind denn das alles für Schiffe? Das sind ja 200 Moreia irgendwie hier unterwegs. Ist ja ein richtiger Schwarm da.
So, wo hängt's bei ihm hier? Vor allem, wozu gehört er denn? Und auf was wartet er? Ich verstehe nur nicht so ganz, was sie da alle treiben. Wir schicken jetzt mal die Flotte nochmal hier hoch. Sind hier alle da? Ja. Jetzt mal ohne Witz, wo gehören die denn hin hier, die Schiffe? Das sind hier die Odachi. Die sind das. Aber warum stehen die denn da alle? Das sind im Grunde die hier. Lassen wir da jetzt mal wegfliegen. Dann kann wahrscheinlich auch der eine hier endlich mal landen. An sich gefällt mir die Konfiguration so. Und das, obwohl der Träger eigentlich an sich so mit dabei ist. Den können wir aber einfach so außen vor stehen lassen. Müssen wir uns mal anschauen. Warten jetzt mal, bis der Kollege da ankommt. So, da fliegt sie schon los. Wir peilen jetzt mal ihn hier an. Gucken uns das mal an, wie das hier aussieht. Sieht jetzt eigentlich schon so aus, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Der Träger wird hierbei irgendwie ein bisschen überflüssig. Okay, erstmal ein Autosave. System Nupileus Glück.
Unsere Hai ist unterwegs. Der Out-of-Sektor funktioniert zumindest mal, wie es scheint. So, da sieht man jetzt erstmal gar nicht so viel. Aber die ganzen M-Schiffe hört man da auch schon schwirren. Das ist doch eine Flotte. Auch nicht zu viele Zerstörer. Nicht zu viele Schiffe auf einem Fleck. Sieht ein bisschen wirrwarr aus, aber es sollte funktionieren. Und wenn wir den hier resetten, dann ist der Träger wieder als Main drin und alle fliegen nochmal zum Träger zurück. Die Frage ist halt, wenn der Träger voll ist, reparieren die dann da überhaupt? Oder fliegen sie auch wirklich zum Supporter? Der Träger an sich hat jetzt Katana dabei. Oder wir nehmen einfach die komplette Flotte hier als Zerstörerflotte, wie es auch die abmachen. Ja, die haben jetzt, wenn wir jetzt hier die Flotte uns dann mal anschauen, auch im Grunde M-Schiffe mit dabei, S-Schiffe mit dabei. Wir können uns das ja nochmal angucken. Wir haben hier eine Staffel Gorgo, die hat dann hier noch eine Ares und eine Theseus. Okay, alle Verteidiger des Hauptzerstörers. Die Odysseus wiederum mit Gorgo und mit S-Schiffen. So ist es gestaffelt, immer mit zwei Schiffchen unter einem M-Schiff. So haben wir das jetzt auch gemacht. Nur eben, dass wir die Staffelkonfiguration anders gemacht haben von Verteidigung und Angriff. Was aber für einen reinen Angriff meiner Meinung nach auch mehr Sinn macht. Wir haben jetzt hier nicht ganz so viele mit dabei. Haben jetzt auch nicht so viele. Wir gucken mal hier der Odysseus. Ja gut, der hat zwei M-Schiffe. Wir haben jeweils fünf gegeben. Das ist natürlich ein Stück mehr. Sollte aber dennoch funktionieren. Jetzt machen wir folgendes. Wir setzen uns jetzt hier mal in den Träger rein. Ach je. Kann ich helfen? Auf Wiedersehen. Kann ich helfen? Ja, okay, die waren ja sowieso gemischt, lassen wir jetzt einfach so drin. Kann ich helfen? In Ordnung. Oh, ihr könnt jetzt mal tauschen hier. Dann werden wir die Flotte 1 jetzt mal anweisen, hier den Sektor zu verlassen. Und sagen jetzt einfach mal, wir gehen hier hin. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Ob die ankommen.
Allein vom Flugverhalten würde es mich jetzt mal interessieren. Und uns interessiert später eigentlich nur hier die Gesamtkonfig und die Zerstörerkonfig. Das ist eigentlich das Wichtigste. Das ist die gesamte Kampfkraft. Aber das sieht eigentlich so gar nicht mal schlecht aus. Es ist kein geballter Schwarm. Die fliegen eigentlich alle so ein bisschen koordiniert. Hier den M-Schiffen hinterher. Ich finde das gut. Ist ja auch ein bisschen Leben hier in der Flotte. Wie mit den starren Schiffen. Na, wir werden es mal so laufen lassen. Haben jetzt insgesamt 38 M-Schiffe mit 88 S-Jägern mit dabei. Also mir wurde im Forum empfohlen, den Träger rauszunehmen. In der Tat ist es so, dass die Hauptschiffe hier. Wo haben wir denn? Wir haben jetzt leider keine gute Abdeckung. Müssen wir uns mal anschauen. Aber da hatte ja der Träger auch einen Supporter mit dabei. Wie haben die Tieladi das dann gelöst? Die hatten doch hier auch irgendwo eine Flotte stehen. Ah, da haben wir sie doch. Wie machen die Tieladi das denn? Die haben jetzt auch keinen Supporter mit dabei. Haben hier einen Phönix, zwei Phönixe. Wir sind Sperber und auch hier S-Schiffe. Das ist so die Config, die die alle fahren. Wir haben jetzt hier einmal Position verteidigen drin. Da soll ein Raumdock wohl und da wird eine Tieladi-Station gebaut. Können wir mal parallel nochmal auf die Sünd schauen. Die zerstört ja da die ganze Zeit irgendwelche Xenon-Stationen, wie hier eine Schiffswerft oder ja, Raumdocks nacheinander. Wir drücken halt hier immer wieder was rein. Ein Rochen ist mittlerweile auch fertig. Wir schicken den mal in die Matrix rein. Lassen den das Raumdock angreifen. Dann machen wir hier bei den Geschützen. Das ist schon. Das übergeben wir später dem Hai. Und jetzt haben wir hier auch einige Odachi nochmal fertig. 25 Stück. Das heißt, da könnten wir theoretisch schon die zweite Flotte auch bestücken. Aber bevor wir das machen, jetzt gucken wir erstmal, wie sich das hier verhält und ob das gut funktioniert. So, unser Träger fliegt vor. Oder ob wir die Träger wirklich rauslassen und das wirklich nur als Kommandoschiff nutzen werden. Mal gespannt jetzt. Ja, zumindest legen wir jetzt alle in die richtige Richtung. Begleitschiffe hinterher. Der Supporter ist der Behemoth-Staffel angewiesen. Das hier ist ja eine andere B-Mod. Das ist die von unseren. Ja, und das ist jetzt hier eine Flotte.
Aber mit den Trägern bin ich in der Tat noch unzufrieden. Kann man denn eigentlich einen Träger? Ne, kann man eben nicht. Ich hätte mich interessiert, ob man den als Supporter auch zuweisen kann. Das ist aber nicht der Fall. Wo ist denn unser Hai mittlerweile? In 18 Milliarden, der ist auch schon unterwegs. So, jetzt kommen hier die ganzen Zerstörer mit dazu. Die ganzen kleinen Schiffe hier durch das Tor. Die Nomad mit reingesprungen. Und unser Träger fliegt jetzt hier auf Position. Dann gucken wir mal, wie der sich aufstellen wird. Mit der gesamten Flotte. Aber mir gefällt das Setup jetzt schon. Es sieht auf der Karte ein bisschen übertrieben viel aus, aber es ist eigentlich im Raum nicht überschaubar. Und die kommen auch an sich hin. Wir lassen ihn jetzt mal dahin fliegen. Mich würde auch jetzt interessieren, ob der Träger gestört wird beim Reisemodus. Wir haben hier eine Mischung aus argonischen Schiffen, alt-tyrannischen Schiffen. Das ist die Odachi, müsste ja eigentlich ein tyrannisches Schiff ursprünglich gewesen sein. Und die Moreia, ja, ein Piratenschiff eigentlich. Okay, das klappt hier aber bedingt gut. Aber das lag jetzt wohl an anderen Problemen. Wir können es jetzt einfach mal abbrechen und die Schiffe formieren lassen. Denn die Zerstörer bleiben ja bei den Zerstörern. Die Nomad kommt hinterher. Wir lassen die jetzt mal machen.
Oder wir nehmen den Träger wirklich direkt raus. Ich hätte sogar eine andere Verwendung für den Träger. Der Träger wird hier eh nie im Kampf aktiv sein in dem Sinn. Also die Zerstörer stellen sich clever auf, die... Das gefällt mir irgendwie nicht. Wir machen jetzt mal Folgendes. Wir nehmen jetzt die Behemoth aus der Flotte raus. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir den dann jetzt? Das ist hier die Behemoth. Und lassen die jetzt mal dahin fliegen. Ist das hier immer noch die Flotte 1 mit den ganz normalen Schiffen? Die B-Mod eben mit 30 M-Schiffen, 60 S-Schiffen und einem Supporter alleine unterwegs. Vor allem die Power von 30 M-Schiffen macht halt auch wesentlich mehr Sinn, wie jetzt 8 Schiffe auf so einem Träger, die eh kaum eingesetzt werden. Gerade wie wir eben die Zerstörer einsetzen. Wir wollen die ja gegen Schiffe einsetzen oder gegebenenfalls halt Stationen. Wobei gegen Stationen würde ich tatsächlich nochmal ein anderes Setup fahren, damit eben die ganzen kleinen Schiffe erst gar nicht durch die Explosionen an der Station und so weiter zerstört werden. Ich glaube, wir machen das wirklich ohne den Träger. Es sieht einfach so intelligenter aus, finde ich. Der Träger stört eigentlich mehr, da der als Vorschiff immer vorfliegt. Na, wir gucken mal. Wir übernehmen den jetzt mal. Jetzt gucken wir mal, was die Schiffe machen. Rechnen das jetzt einfach hier mal ab. Dann gehen die sowieso noch mal alle in Formation. Erwarte Befehle. Sieht eigentlich besser aus. Also der Träger bekommt es irgendwie nicht auf die Kette, finde ich. Aber das hier ist ein cooles Setup, finde ich. Das werden wir so lassen. Das heißt, wir schmeißen die B-Mod raus. Ne, als erstes nehmen wir die Nomad und geben sie der B-Mod. Dann schmeißen wir den raus. So, dann sind die Flotte 1 und 2 eigentlich identisch. Dann haben wir hier noch die 81. So, und das werden wir jetzt hier bei allen 4 machen. Die Nomad in die B-Mod. Die B-Mod schmeißen wir raus. Und in der 4 das gleiche. Einmal der B-Mod zuweisen. Mit den Trägern, das machen wir anders. Das werden wir anders machen. So, die B-Mod hier auch nochmal raus. Jetzt haben wir hier die 4 Flotten. Und ihr seht, hier fehlen jetzt noch die ganzen Schiffe. Das heißt, wir brauchen jetzt massiv Schiffe, hauptsächlich jetzt mal die Odachi hier. Ja, das wird jetzt hier ein Spaß. Da haben wir die
Delta genommen immer. Das ist dann die Delta, die 5 Stück. Oh, nee, so, aber nicht. Ah, verdammt. 5 Stück hier in Delta angreifen. So, jetzt passt das. Wiederum 5 Stück in die B-Mod 1. Das machen wir jetzt gerade hier mit allen direkt. In die 2. Also mit so vielen M-Schiffen, das kann eigentlich nur funktionieren, gerade gegen feindliche Zerstörer. So, jetzt müssten wir eigentlich die 30 schon mal hier haben. Das heißt, wir nehmen jetzt hier alle 30 Odachi. Die Träger wähle ich ab, also Quatsch, die Zerstörer wählen wir ab. So, und dann geben wir das hier ins Setup mit rein. Das heißt, alle 30. Der Flotte. Bekommen jetzt hier so ein Türmchen. Und werden konfiguriert auf zuerst Jäger angreifen, was die Türme angeht. So, dann sind die schon mal unter. Und jetzt weisen wir wiederum die ganzen Moreia zu. Machen wir immer als Verteidiger. So, dann haben wir die, die haben wir, die haben wir, die hätten wir und die. Das heißt, die erste ist hier komplett. Gehen wir direkt in die nächste rein. Denn wie wir ja gesehen haben, können Jäger und auch kleine Schiffe gegen Zerstörer Unmengen an Schaden verursachen. Gerade weil die auch überhaupt nicht wirklich zum Ziel werden. Zumindest mal gegen die Xenon, gegen die Fraktionen, das würden wir dann sehen. Aber ein paar Erfahrungswerte haben wir ja mittlerweile, von daher werden wir das noch feststellen. So, dann hätten wir die und die fertig. Das heißt, die zweite ist fertig. Gehen wir zur nächsten. Und jetzt wäre es ja wiederum cool, wenn wir da wirklich ein Template hätten. Eine fertige Flottenschablone, die wir einfach anwenden können. Und einfach nur die Schiffe dafür zuweisen müssen in der Anzahl. Das wäre ein mega Feature. Aber man muss jetzt auch dazu sagen, wann macht man mal wirklich
eine Masse an solchen Lotten, das ist halt auch so eine Sache. Okay, das war dann die Behemoth. Jetzt kommen die nächsten Odachi. Und dann müssen wir ja beachten, wir werden ja auch nicht alle Flotten im gleichen Sektor einsetzen. Hoppla, da stimmt aber was nicht. Moment mal. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Müssen wir immer noch mega aufpassen, dass man den nicht hier verschiebt. Okay, weiter geht's. Die Moreia ist aber auch ein gutes Schiff, muss man einfach sagen. Die Geschwindigkeit macht auf jeden Fall viel aus. Es macht beim Abfangen Spaß. Im Gegensatz zur Ares. Wobei wir die Ares oder ähnliches als Bomber ganz gut einsetzen könnten. So, jetzt hätten wir die nächsten M-Schiffe bestückt. Das heißt einmal die ganzen hier. Und damit ist der Zerstörer durch. Machen wir den letzten Schiffe. Dann noch die Odachi, der Haupt-Behemoth im Grunde. Das Schöne ist, die zwei Moreia begleiten die M-Schiffe immer. Und wenn ein M-Schiff Schaden bekommt, greifen die entsprechend auch das Ziel an. Ist dann eigentlich ja sekundäre Firepower, wenn die mal irgendwas angreifen. Sie müssen dann erst Schaden bekommen. Aber hauptsächlich geht es ja um die M-Schiffe. Damit ist dann die Flotte genauso wie die andere bestückt. Wir können prinzipiell der Nomad wiederum. Die Nomad kann, glaube ich, 40 Schiffe tragen. Einfach welche auf Reserve mitgeben. Wir gucken mal, wie viele die Nomad passen kann. Die bekommt 10 M-Schiffe und 40 S-Schiffe drauf. Machen wir aber jetzt erstmal nicht. Wir lassen das mal so, wie es ist. Und dann bräuchten wir nochmal 30 von den Odachi. Da haben wir aktuell 18. Da müssen wir noch warten. Aber so würde ich die Flotten jetzt alle 4 machen. Dann sieht das hier immer ungefähr so aus, wenn die in einem Sektor sind.
Denn der bildet ja eine Dreiecksformation im Idealfall. Das können wir jetzt mal hier schon mal einstellen. Auf den einzelnen. Na? Zerstörern. Das macht eigentlich bei der Größe Sinn. Zumindest gefällt es mir mal so am besten. Dann ist ein Zerstörer immer das primäre Anführungsschiff. Ja, ich finde das gut. Mir gefällt die Konfiguration so. Hätten wir noch zwei, die wir machen müssten. Und ja, die ganzen Kolossus. Wie setzen wir die ein? Das ist halt echt so eine Sache jetzt. Können wir mal darüber stellen. Die bauen jetzt hier ihre Formation soweit auf. Wir haben ja auch noch hier diese ganzen Odachi-Teile separat stehen. Das macht dann eigentlich ja nur noch bedingt Sinn. Wenn wir das ja so nutzen wie jetzt aktuell. In den Zerstörern. Denn in den Zerstörerformationen sind wesentlich mehr Schiffe drin als in diesen kleinen einzelnen Staffeln. Ich spreche da mal jetzt mal welche auf. Wir nehmen jetzt mal hier die Odachi raus. Die Moreia schmeißen wir raus. Und die Odachi schmeißen wir raus. Somit sind dann jetzt alle Schiffe raus. Noch unseren Hauptträger, der hat hier Moreia immer mit dabei auf den Zerstörern. Die sind aber auch nur darauf geparkt, die haben da eigentlich keine weitere Funktion. Was mit dem Träger ist einfach blödsinnig irgendwie, ne? Erwarte Befehle. Die machen eigentlich mehr Sinn, alleine einzusetzen. Sind ja auch die schön lackierten. Prinzipiell können wir den ja die Moreia lassen. Darum kümmern wir uns am Schluss. Jetzt werden wir mal die Kolossus hier die Flotten umbenennen. Erwarte Befehle. Kopier das jetzt hier einfach mal. Wir machen jetzt einfach mal T1 draus. Erwarte Befehle. T2. T3. Und T4. Und die hier. Das werden jetzt die Flotten 1 bis 4.
Na, dann haben wir da 4x30, das heißt 120 M-Schiffe als Korvetten und nochmal insgesamt 240 S-Jäger mit dabei. Das ist weitaus mehr, als ein Träger alleine fassen würde. Davon ab, dass die M-Schiffe ja wesentlich mehr Power haben als so ein S-Schiff. Und auch beim Angriffsbefehl intelligenter vorgehen werden. Natürlich will man sie einsetzen. Ne? Gegen Stationen ist es halt immer so eine Sache. Das ist halt das Problem. Wenn wir jetzt die Flotte anweisen, eine Station anzugreifen, dann greifen ja auch die M-Schiffe an. Und das sollen sie eigentlich ja nicht. Und deswegen werden wir uns was für die Station separat überlegen. Da kommt wahrscheinlich dann die Asgard ins Spiel. Also das sollen wirklich reine Schiffskriegsschiffe werden. Und für Stationszerstörungen nehmen wir dann was anderes. Da werden wir ein anderes Setup machen. Genauso wie wir ein Setup brauchen werden mit Konstruktionsschiffen, um dann nach dem Einfall in den Sektor erstmal alles an Schiffen platt machen. Die zweite Flotte macht dann im Grunde die Station hinterher platt und die dritte wiederum baut unsere Struktur hinten auf und die Struktur mit den Konstruktionsschiffen ist dann so gebaut, dass dann auch genug Material direkt schon mitgeliefert wird, um die Station relativ schnell aufzuziehen, dass wir hier wirklich so in einem Rutsch durchkommen. Das heißt, wenn wir im Sektor anfangen, sind so in der Mitte, je nachdem wie viele Stationen drin sind, dass wir schon mit dem Bau im Hintergrund beginnen, während wir noch bei der Zerstörung sind. Dazu werden wir dann auch entsprechende Stationsblaupausen generieren, um das Ganze sinnig zu machen. Deswegen macht auch die Reihenfolge dann Sinn. Die erste Flotte im Endeffekt, um alles zu zerstören. Dann kommen die Stationszerstörer und der Aufbautrupp, gefolgt oder mitunter der Sektorverteidigung als Patrouille. Das ist eigentlich so das Konzept. Denn ich möchte nämlich eigentlich im Nachgang erst anfangen, irgendwas zu bauen, während wir schon alle Sektoren halber durch sind. Es ist einfach zeitlich nicht ganz so effektiv, deswegen macht es, denke ich, so mehr Sinn. Gucken wir mal gerade, da dürften doch mittlerweile jetzt hier genug da sein. Dann machen wir jetzt noch die dritte fertig. Das ist die Flotte 3. So, das haben wir hier auf Delta gesetzt gehabt bei dem Staffelführer. So, dann geht es weiter mit den 5 Zerstörern drunter. Und ich finde die Odachi, was wir uns da angeguckt haben, eigentlich echt cool. Die haben auch eine gute Power. Ich weiß gar nicht, mit was hatten wir die denn verglichen? Ich glaube mit der Kurokami oder irgendeinem Piratenschiff oder was? Die Hydra, ich weiß es nicht mehr. Sie waren auf jeden Fall nicht schlecht. Und wir können sie halt relativ günstig bauen, vor allem. Das macht es halt hier wesentlich lukrativ für uns. So, jetzt haben wir jetzt die 30 M-Schiffe mit drin. Hier nochmal das gleiche Spiel. Wir machen das direkt von Anfang an sauber. Alle 30 Schiffe bekommen hier nochmal so ein Türmchen mit. Ob die die überhaupt einsetzen oder nicht, das ist jetzt erstmal egal. Genau. Oh, 7 Stück. Sind da aber schon. Das sind die, die wir aus denen schon rausgeschmissen hatten. Das sind dann... Die können wir ja manuell konfigurieren. Zuerst Jäger. Das heißt, alle, die jetzt kein... Das
Es müssten 7 Stück sein. So, da hätten wir schon mal 3. Gucken wir aber nochmal, sind das wirklich nur... Die gehen umrüsten. Die haben wir noch nicht ausgewählt, oder doch? Ja, keine Ahnung. Grundsätzlich haben sie einen sinnvollen Befehl drin, mal unabhängig davon. So, jetzt gucken wir es noch einmal durch. Alle, die jetzt hier nicht zum Umrüsten fliegen, das sind jetzt hier 3, 4, 5, 6. Und 7. So, dann haben wir alle. Die anderen fliegen zum Umrüsten. Dass wir die Konfiguration schnell geändert bekommen. Und dann brauchen wir jetzt die nächsten Moreia. Ja, ich habe gedacht, nachdem wir da angefangen hatten, da die Schiffe zu, also die Flotten zu bauen, das hat mir dann irgendwie dann doch alles nicht gefallen. Ich habe es auch in so einer Konfiguration noch nie getestet, in Verbund mit den M-Schiffen vor allem. Aber nachdem wir jetzt auch gesehen haben, wie stark die S-Schiffe gegen Zerstörer sind, dann kann das eigentlich nur mit den M-Schiffen funktionieren. So, und Moreia, das ist ja für uns wie... Die haben wir ja so massiv viele. Was einfach super selber und günstig produzieren können. Und nein, wir bauen da keine Split MK4 drauf. Das macht es einfach viel zu teuer. Okay, so, jetzt haben wir die nächsten. Es ist Arbeit, zugegeben, ne? Also das hier ist nicht einfach mal... Wir machen da mal ein paar Schiffe in der Flotte. Sondern das hier ist wirklich liebevolle Arbeit für eine vernünftige Kriegsflotte. Und das sollte in der Praxis eigentlich gut funktionieren, wenn wir die Flotten für den vorgesehenen Zweck einsetzen. Das ist ganz wichtig. Denn wenn wir die Flotten jetzt hier einfach auf eine Station drauf loslassen, dann haben wir das Problem, dass sehr viele Jäger eben hops gehen bei der Sache. Das ist einfach so. Allein durch die Raketen teilweise oder die M-Geschütze und so weiter. Also das macht keinen Sinn. Deswegen brauchen wir für die Station wirklich eine separate... Ah, Moment mal, hier waren wir. Hatten wir die jetzt hier schon? Ja, die hatten wir, die hatten wir. So, dann ist der fertig, dann die 3 hier noch.
Erwarte Befehle. Die Träger könnten wir eigentlich auch effektiv als Sektorpolizei einsetzen. Müsste eigentlich gut funktionieren. Gegebenenfalls noch einen Zerstörer 2 dabei geben als Verteidiger. Brauchen wir auch nichts zu testen. Das hier wird funktionieren. Wenn wir uns an unser Schema halten mit dem Verwendungszweck. Ne? Also das ist halt, denke ich, essentiell. Dann sollten die Verluste eigentlich auch sich im Rahmen halten. So, hier noch die letzte. Oh, Moment mal, hier haben wir aber, glaube ich, viele. Die machen wir da unten rein. So sollte es passen. Dann haben alle M-Schiffe 2 Eskorten. Ne, hier stimmt es ja immer noch nicht. Die sollen ja da rein. Ah, jetzt hat er es übernommen. Okay, so, dann hätten wir die dritte Flotte auch fertig. Schauen wir mal gerade, hätten wir genug da? Ne, Odachi müssen noch mehr gebaut werden. Ansonsten funktioniert das noch nicht. Unser Rochen ist mittlerweile in der Matrix angekommen. Wir greifen das Raumdock damit an. Und könnten theoretisch auch hier die Station supporten, dass da eben die Teladi den Sektor auch noch übernehmen. Ansonsten haben die jetzt hier keine weiteren Stationen aktuell im Bau. Aber das ist erstmal okay. Tja, und die Kolossus-Schiffe weiß ich noch nicht. Haben wir ja 4 Stück von auch. Da hatten wir sogar einen alten genommen hier. Für eine Flotte. In der Tat. Naja, ist ja auch okay. Der kann ja ruhig eingesetzt werden. Oder war das der hier gewesen? Ich dachte, wir hätten nur einen. Oder hatte ich einen falschen gebaut? Das kann natürlich sein. Aber eigentlich sollten das ja alle Ekolossos sein. Ist aber jetzt auch erstmal egal. Unser Hai ist mittlerweile auch eingetroffen. Wir dürften auch die letzten Barracuda hier fertig sein. 70 Stück, ich weiß gar nicht mehr, auf den Hai gehen. Wie viele drauf? Ist immer ein bisschen nervig, das jetzt zu eruieren mit den Schiffen. S-Schiffe gehen da drauf. Dann packen wir entsprechend noch 4 Barracuda auf den Hai.
gerade hier checken, was die M-Schiffe nochmal angeht. Da gehen nur 8 Stück drauf. Okay, das ist ja in Ordnung. Macht auch vom Größenverhältnis her Sinn. Ich finde die Flotten ja eigentlich schön. Wir können sie auch gerne mal testen. Machen wir am Schluss vielleicht. Dann werden wir einfach mal hier ein Schiff angreifen lassen. Und gucken, wie sich das Ganze verhält. So, es ist noch mal einiges hier vergangen. Wir checken jetzt noch mal die Finanzen. Pumpen hier mal noch mal Geld mit rein. Okay, hier machen wir einfach alles jetzt mit drauf. Noch mal ein bisschen Geld. Ja, die kaufen das schon ein. Wie sieht es mit der Forschung eigentlich aus? Da kommt das Nividium einfach nicht bei. Es ist eine Katastrophe. Das müssen wir wahrscheinlich mal manuell antriggern. Und wir haben jetzt hier 19 Odachi. Wir haben auch noch von den von diesen Flotten. Ne? Eigentlich brauchen wir die ja wirklich nicht mehr. Könnten wir eigentlich aufbrechen. So, dann hätten wir nur noch die 4. Mal gerade gucken, reicht es noch für die letzte Flotte? ...27. Da wird jetzt noch eine fertig. 28, das passt. Machen wir die doch auch noch fertig. Dann haben wir alle 4. Zum Umrüsten machen wir wirklich dann nochmal, wenn wir alle drin haben. Ich fand das Verhältnis auch Träger, Zerstörern und die Anzahl der Schiffe, die auf dem Träger sind, auch irgendwie immer ein bisschen seltsam. Ich denke, so wird es mehr Sinn machen. So, noch 5 Stück. Müssen wir noch auf eine warten. Gucken wir da gerade mal eine fertig noch. Ja, oder wir brechen jetzt hier einfach die einzelnen Odachi-Dinger dann nochmal weg. Ich fand das sowieso im Nachgang jetzt dann doch noch mal ein bisschen sinnfrei. So, dann hätten wir jetzt nämlich hier unsere 5. Die gehen noch auf die letzte Behemoth als Angreifer. Hier hat man noch mal die 30 M-Schiffe. Die Zerstörer wählen wir ab. Gut, wir hätten es brauchen, die auch gar nicht zwingend abzuwählen, aber dann ist es so auf jeden Fall
jetzt gucken wir mal. Da dürfte das mit dem Turm nochmal nicht auf alle greifen. 14 Stück sind dann schon konfiguriert. Das sind dann die 7 aus den aufgebrochenen Staffeln. Wir bekommen es leider aber nicht intelligent angezeigt. Okay. So, das heißt, ich wähle jetzt einfach mal die ab, die jetzt schon zur Reparatur fliegen. Dann hätten wir nämlich hier unsere 14. Wir machen uns das Ganze nämlich jetzt einfach. Die haben nämlich schon einen Turm. Und es ist auch kein Problem, wenn die einen zweiten bekommen. Dann können wir es aber alle in einem Rutsch hier jetzt konfigurieren. So, das war's schon. Und dann geht's weiter. Mit der Moreia-Konfiguration. Wir hatten das Let's Play ja damals begonnen mit dem Motto, wir bauen uns ein Imperium. Und das wird uns auch mit der Sektorübernahme der Terraner in jedem Fall gelingen. Dann haben wir auch wirklich ein Imperium und sowas, ja, wie eine Art eigene Fraktion, kann man dann schon sagen. Wir haben die volle Kontrolle über alle Sektoren und auch über alle Ressourcen vor allem. Das heißt, wir können alles in den eigenen Sektoren abbilden. Was grundsätzlich ja bei den Fraktionen hier funktioniert, da die ja befreundet sind und so weiter, aber ja, eine eigene Fraktion in einem eigenen Sektorbereich oder eigenem System, das ist dann auch mal was Neues. So, jetzt haben wir hier die 20, das heißt, die Odachi haben wir alle fertig. Die Behemoth ist fertig, die ist fertig. So, damit es übersichtlich bleibt, klappen wir die auch zu. Da bin ich ja echt froh, dass wir hier nicht mehr in der Cloud spielen mittlerweile. Denn da war nämlich der Delay gerade hier im Menü immer da und das ist hier echt nervig. Wenn man da wirklich immer warten muss, bis das reagiert. So ist es doch wesentlich charmanter. Aber ihr seht, es ist wirklich viel Arbeit. Ich packe das jetzt auch alles hier in eine Folge mit rein, einfach aus dem Grund, damit wir nicht nachher 3 Folgen hier haben mit Flottenkonfiguration. Ihr könnt das ja dann skippen, wie ihr das möchtet. Aber es muss halt einfach gemacht werden und es gibt eigentlich, ja, ich nehme grundsätzlich ja alles auf. Das heißt, ich schneide da nichts weg, auch wenn wir jetzt hier einen langweiligen Part haben. Das gehört auch irgendwo mit dazu. Ja, das ist Let's Play hier. Ist halt nicht immer alles mega spannend, aber das wird noch kommen, ne? Sobald wir das ja dann auch einsetzen. Macht es dann später auch Spaß. So, jetzt hier noch 2 Schiffe. Die hier. Okay, dann ist... Das ist Delta. Irgendwas stimmt hier nicht. So, irgendeinen habe ich jetzt hier vergessen, oder? Ja, da ist er. Haben wir aber, glaube ich, mehrere vergessen. Denn wir müssen ja auf 60 Schiffe kommen. Dann haben wir noch einen vergessen.
Ja, ich meine, solange die Schiffe verfügbar sind, klar, dann können wir es natürlich direkt zuweisen. Wenn wir die nach und nach erst bauen müssen, dann kann man das auch so zwischendurch machen. Aber wir haben sie jetzt einfach da. Und ich sehe da jetzt auch keinen Grund, warum wir das jetzt nicht fertig machen sollten. So, dann hätten wir die hier. Kann auch verteidigen. Und die Behemoth ist fertig. Die haben wir fertig. Die ist auch fertig. Genau, da ist die letzte. Okay, damit hätten wir alle. Erwarte Befehle. So, das passt. Dann ist die genauso konfiguriert wie die anderen. Dann sind jetzt alle vier Flotten fertig. Und die stellen wir jetzt mal irgendwo hin. Das Ding ist, die brauchen halt auch ein bisschen Platz, um hier irgendwo zu parken. Deswegen stellen wir die einfach mal so ein bisschen versetzt hier auf. Dann hätten wir die ganzen Flotten, das sind im Endeffekt die Angriffsflotten. Der Supporter, der ist ja bestückt mit diversen Minen und so weiter. Haben wir auch noch Behemoth, das sind die alten. Haben wir noch Ares, das sind so ein paar gemischte Schiffe mit drauf. Kein Supporter. Und dann hier noch die drei Odachi-Dinger, ne? Also das machen wir jetzt weg. Wir nutzen das so nicht, oder? Das macht einfach keinen Sinn. Warum sollten wir so eine große... Die können wir trotzdem halt flexibel einsetzen, aber... Nee. Da überlegen wir uns was Schöneres. Erwarte Befehle. Ich lösche die jetzt alle raus. Unglaublich, wie viele Moreia wir hier mittlerweile gebastelt haben, zugewiesen haben. Das ist ja schon massiv für die S-Schiff-Anzahl. Erwarte Befehle. Können wir ja gleich mal zählen, aber wir bekommen es wahrscheinlich gar nicht angezeigt. Und jetzt müssen wir es hier über das Menü machen. Okay, so, jetzt ist das ja auch weg. Achso, wir müssen dann ja hier mal aufstehen. Ach ne, unser Träger. Die Träger machen jetzt erstmal gar nichts. So, unsere Flotten gehen in Formation. Lassen wir jetzt einfach mal pauschal hinfliegen. Aber es funktioniert gut. Also sie kommen in Summe halt gut vom Platz. Die Supporter kommen dann eben nach. Wie hier ein Verkehr in dem Sektor. Ach so, das ist ja die eine Flotte. Mir gefällt es auf jeden Fall schon mal. Dann hätten wir noch unsere Hauptflotte.
Die wirkt hier im Vergleich mega langweilig. Und im Grunde sollen die ja gar nicht mehr kämpfen. Denn das ist unser Flaggschiff. Das werden wir steuern. Damit werden wir dabei sein. Ich bin am Überlegen, dass wir die Moray jetzt hier aus den Behemoths rauswerfen. Das sind ja 6x8. Schicken wir jetzt einfach schon mal hier raus. So, jetzt ist die Flotte komplett langweilig und jetzt schmeißen wir die aus der Flotte. Jetzt haben wir im Grunde noch die Nomad, die hat halt Moraya auf Ersatz mit dabei. Was mich an der Nomad nur so grundsätzlich stört, ist, der kann halt nicht viele Schiffe parallel reparieren. Ich bin mal gespannt, wie gut das funktioniert, während die Flotte aktiv ist. Wir werden es sehen. Da wir aber die Flotte selber fliegen, ist das ja erstmal okay. Die können wir mal verteidigen stellen. Genauso wie die Moraya-Staffeln. Auf verteidigen. Da wir ja nicht kämpfen, wir sind ja nur da. Das ist so mal die Theorie von der Sache. Das heißt, eigentlich sollen die ja nur aktiv werden, wenn unser Träger angegriffen wird. Oh, nee, das hier war so nicht gedacht. So, das ist jetzt hier die eine. So, die müssen wir noch umswitchen. Dann tun wir die Staffel hier, die machen wir als Verteidigen. Das sind die 8 Hydra. Okay, so. Denn wenn wir jetzt ja noch die Flotten da haben, dann hätte ich jetzt auch mal gerne eine. Wird sich aber unterscheiden. Die Beta hier. Ja, wir lassen es mal so drin. Was ist mit den 8 Schiffen hier unten überhaupt? Die stehen auf Abfang. Das können wir auch erstmal so lassen. Das ist okay. Die fliegen dann einfach pauschal raus. Hier bekommen einfach dann auch noch M-Schiffe mit dabei. Wenn wir da 4 Hydra auch noch als abfangende Schiffe einstellen. Haben wir 2 abfangende Flotten. Gucken wir mal die Odachi-Geschichte hier unten, da sind auch genug da. Die machen wir auf Angriff der Verteidigung Behemoth.
So machen wir das. Angriff hatten wir die jetzt gesetzt. Ne? Das ist ein anderes Konzept hier. Das ist eine rein defensive Flotte ist. Das heißt, wenn dann die angegriffen werden, sollten die eigentlich klarkommen. Das heißt, wird eine Behemoth angegriffen oder... Also wird unser Träger angegriffen, dann greifen alle Zerstörer das Ziel an und die wiederum weisen die Odachi an. Das heißt, da kommt einiges an Power drauf. Und wird eine Behemoth an sich angegriffen, dann greifen eben die M-Schiffe an. Das ist so von der Logik her jetzt mal so gedacht, aber die wird sowieso nie da sein, wo feindliche Schiffe sind. In der Theorie zumindest mal. So, hier müssen wir jetzt umdenken. Ne, Moment mal. Die kommen ja dann... Ja, hier, wir haben sie hier nicht untergestaffelt, die Behemoths. Die sollen ja wirklich als Verteidiger da sein für die Kolossus hauptsächlich. Da wir da drauf sind selber. Die Behemoth und dann Angreifer. Die Behemoth Verteidiger, 5 Angreifer. Das heißt, die Odachi als Angreifer. Für die B-Mod, die in der Verteidigung ist. So, noch 2 Stück. 2 Staffeln. Okay, jetzt erstmal nochmal Autosave. So, Behemoth, Verteidigung, Angreifer, Staffel. Angreifer, Staffel. Angreifer, Staffel, Angriff, Angriff. Ja, die eine ist noch dabei. Das heißt, die 5, 5, 5 müssen insgesamt 30 Stück sein. Die Behemoths schmeißen wir jetzt mal hier raus. Die müssen wir ja dann auch noch einmal justieren, was die Türme angeht. Und jetzt ist die Überlegung, machen wir das bei denen anders? Das sind ja rein defensive Schiffe, aber nee, wir werden das trotzdem so einstellen. So, wir wählen die Schiffe ab, die jetzt umrüstend fliegen. Das sind aber irgendwie alle hier. Ich dachte, die fliegen da nicht alle hin. So hat er es doch angezeigt, oder? Wählen mal
kriegen sie ja doch alle hin. Wir schauen gleich. Ich hätte gesagt, die fliegen da jetzt alle hin. So, da hätten wir auch ein riesen Portfolio an Schiffen und dann werden wir jetzt mal kurz hier einmal die Flotten zurücksetzen, was die Befehle angeht. Entsprechend werden die sich jetzt normalerweise noch mal ein bisschen umformieren. Die sollten alle eine Dreieckskonfiguration drin haben. Die schieben wir jetzt mal da raus. Das sind für mich Flotten. Ich finde die genial. Das ist in dem Träger, was ich gelesen habe. Ich war ja skeptisch. Das war eine gute Entscheidung. Erwarte Befehle. Aber so können wir halt wirklich die Flotten komplett irgendwie anweisen, anzugreifen und so weiter. Das ist eigentlich genial. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. So, jetzt tun wir das mal zurücksetzen. Hier fehlen aber einige Schiffe. Bleiben die denn da stehen? Was sie eigentlich nicht tun sollten. Eieiei. Wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Wir lassen die einmal drehen. Erwarte
Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Warum ziehen die denn nicht nach da unten? Sollten die eigentlich hier alle machen? Oder bekommt unsere KI das hier nicht hin? Ich probier mal was. Einmal so. Und einmal nochmal zurück. So, zu was gehören die da? Das sind lose Schiffe. Ja, sie machen sie immer noch nicht so ganz optimal. Ich weiß jetzt nicht. Wir können jetzt noch eine Sache nachgucken. Die Flotte 1 bekommt es relativ gut hin. Ob das jetzt was mit den Sternen zu tun hat. Der hat hier jetzt 2,5. Die bekommt es minimal gut hin. 3 eher schlecht. Das sind aber alles 2 Sterne-Piloten. Die 4 eigentlich auch nicht gut. Müssen wir mal gucken, dass wir die noch von dem Piloten her pushen. Also das ist das Einzige, was für mich da jetzt plausibel wäre. Jetzt haben wir hier eine Menge Schiffe rumstehen. Wir haben so viele Moräer hier unzugewiesen. So viele Odachi, die noch gebaut werden. Aber jetzt gucken wir erstmal nach unserer Hauptflotte. Die Behemoths hatten wir jetzt auch nochmal mit M-Schiffen bestückt. Da haben wir jetzt entsprechend noch Verteidiger. Wir haben Abfangschiffe in Betrieb. Und wir könnten prinzipiell, der Nomad werden wir nichts zuweisen, die jetzt einfach mal hinstellen. Lassen den mal dahin fliegen oder ist mal dahin. Warten uns dann mal mit drauf. Erreiche System. Nupileus Glück. So, da die Zerstörer jetzt in einer Staffel sind, so wie wir es vorher hatten, und zwar in einer Staffel direkt unter dem Träger, sollte das auch von der Flugformation her besser funktionieren. Denn da hatten sie sich ja eben ein bisschen blockiert. Was mich nur ein bisschen wundert, wo sind denn die ganzen S-Schiffe da überhaupt? Ach, die haben noch keine. Den hatten wir noch gar keine zugewiesen. Hä? Stimmt, das hatten wir noch überhaupt gar nicht gemacht. Die Odachi sind im Angriff und die wiederum bekommen jetzt Moreia als Verteidiger. So machen wir das. Das Einzige, was sich ändert, ist die Behemoth-Konfiguration an sich.
Kodachi 2. 2. Zerstörer. Erwarte Befehle. Lass uns jetzt einfach mal so. Haben wir viele Schiffe mittlerweile. Ich glaube, so viele Schiffe in so einer Flottenkonstellation hatte ich noch nie genutzt. Und da kommen ja noch einige dazu. Das ist jetzt erstmal der Anfang. So, die klappen wir jetzt erstmal hier zu. Und weiter geht's. Unsere Hauptflotte wird rein defensiv. Ich mache das hier jetzt schon viel zu lange, sehe ich gerade. Ich sehe nur noch hier die Staffellisten. Ja, komm, gleich haben wir es ja. Okay. So, jetzt gucken wir mal. Die haben wir, die haben wir. Hey. Die sind fertig. Da fehlen noch welche. Dann noch die 5 hier. Gut. Odachi. Ach Gott, da ist ja immer noch eine, die fehlt. Unglaublich. Jetzt hätten wir aber alle. Das heißt, die Behemoths sind bestückt mit Odachi, die Odachi wiederum mit Moreia. Und damit ist die Flotte komplett. Wir werden jetzt hier aus dem Kappa die Moreia rausschmeißen. Wir weisen jetzt an, erstmal abzudocken.
Also wechseln wir mal kurz aus dem Sektor hier raus. Auf die Kolossus hier. Erreiche System, frommer Nebel. So, da können wir das nämlich hier ein bisschen beschleunigen. Und dann schmeißen wir die aus der Flotte. Dann haben wir nämlich genau 90 Schiffe. Warum eigentlich 90? Das dürften eigentlich keine 90 sein, müsste eigentlich eine andere Zahl sein. Wir haben doch 28. Wir haben 6. Wir haben die 60 Schiffe, die 60 Moreia. Was sind denn jetzt noch die zwei da? Hier 20, haben hier die restlichen 8, 28. Aber warum werden da jetzt 90 angezeigt? Das dürfte eigentlich gar nicht sein. Weil der Plan war eigentlich zu wissen, ob noch alle Schiffe da sind dann. Wie kommt denn jetzt die 90 zustande? Da müsste ja irgendwo noch eine Vierer-Staffel dann sein. Ich kann es mir eigentlich gar nicht anders erklären. Ja. Da sind sie. Die schmeißen wir raus. Erwarte Befehle. Machen aus unserer Flotte. Na gut, die hat das jetzt. Eine Adlerformation. Da können wir uns ja mal anschauen, wie das aussieht. Wir werden das mal formieren. Ja, die ist halt ganz anders gefächert. Lass die mal da runterfliegen. Na, da bleibt auch unser Träger schon hinten. Glaube ich zumindest mal. Gefällt mir nicht. W-Formation. Erwarte Befehle. Eigentlich wäre jetzt die Schutzschildformation ganz cool. Lass die mal uns anschauen. Weil eigentlich nehmen ja nur die Zerstörer die Formation an. Und die anderen dann eben drumherum. Oh, das sieht doch eigentlich schon. Ah, perfekt wird es nie.
Jetzt stimmt aber die Schiffsanzahl. So, und jetzt ist die Idee, dass, na, eigentlich ist die Idee, das so zu lassen. Das ist eigentlich mit der Übersicht von den Zahlen hier am besten. Ich war nämlich am Überlegen, ob wir da noch Träger zuweisen sollen. Macht aber eigentlich so keinen Sinn. Unser Träger ist jetzt umrundet. Und damit hätten wir jetzt hier einiges stehen. Jetzt können wir das mal zählen. In der Summe sind das hier 30 Zerstörer, 161, da ist hier noch wohl einer dabei, M-Schiffe und 314 Jäger, so pauschal. Das ist jetzt der aktuelle Flottenstand. Ach Gott, der hat das jetzt überall hier ausgeklappt. Das ist aber blöde. Gab es da nicht irgendwie eine Tastenkombi, wo man das nochmal zusammenklappen kann? Relativ einfach. Muss ich mal schauen. Ich habe jetzt nämlich keine Lust, das hier alles nochmal zu machen. Aber im Grunde werden die ja eh so angewiesen. Von daher ist das erstmal okay. Und damit hätten wir jetzt schon eine gewaltige Flotte. Dann haben wir jetzt hier noch unsere Zerstörer. Aber mehr als 6 Zerstörer würde ich da jetzt erstmal zuweisen. Mal schauen, was wir mit der B-Mod machen. Lassen den Kolossus mal da ein bisschen hochfliegen. Teleportieren uns mal drauf. Erreiche System. Nopileus Glück. Hier so viel Raum, man sieht die anderen Schiffe eigentlich so gut wie gar nicht. Die hier bekommen es irgendwie auch nicht hin, sich zu bündeln. Schade. Unten haben wir irgendwie auch noch eine Menge. Hoppla. Kann ich das denn hier jetzt hier mit auswählen? Ja, da sind auch noch 61 Moräe. Da haben wir auch jetzt einige in der Liste wohl drin. 210 unzugewiesene Moräe. Wir haben in dem Sektor hier so viele Moräe drin stehen. Lasst mal schauen, was ihr uns da bringt. Also wir haben insgesamt 34 Zerstörer mit 188 M-Schiffen, davon 433 Jägern. So, und davon sind ja ganz viele jetzt gar nicht in der Zählung mit dabei, nämlich alle, die jetzt hier noch gelandet sind, die zählen ja überhaupt gar nicht mit. Das heißt, wir haben ja hier noch die ganzen Odachi stehen, da sind noch 67 Odachi, wir sind noch eine Menge am Bauen. Ist die Frage, ich glaube, wir können das jetzt erstmal abbrechen, fürs Erste. So. Das ist ja für verschiedene Schiffswerften. So sieht es aktuell aus. Wenn wir jetzt mal alle Moräer
die wir haben. Die parken wir jetzt mal einfach hier zwischen. Und die Odachi schmeißen wir da unten hin. So, das sind ja die Schiffe, die überhaupt gar nicht zugewiesen sind. Und das sind ja noch nicht mal alle. Wir haben ja noch vier Träger da unten noch stehen. Da sind auch noch mal einige Jäger mit dabei. Unser Hai ist hier noch aktiv. Hat auch noch 64 Schiffe, also da geht was. Erwarte Befehle. Ja, ich würde sagen, die Flotte kann sich doch schon mal zeigen lassen. Und das ist erst der Anfang, ne? Das hier ist eigentlich zum Großteil alles Angriffsflotte. Da sind die Stationszerstörer noch gar nicht mit dabei. Die werden wohl ja entweder aus Syn oder aus Asgard basteln oder eine Kombi daraus. Ich denke, die Syn macht da auf jeden Fall Sinn. Wir können mal gucken, wie die Station hier schon versorgt wird oder auch nicht. Aktuell noch nicht wirklich. Da fehlen noch die ganzen Waren, aber das können wir noch entsprechend konfigurieren. Denn da können wir ja noch entsprechend die Waren draufpacken. Beziehungsweise Händler, die dann die Waren einkaufen gehen. Denn eine Produktion der Waren haben wir ja hier eigentlich schon. Oh, da müssen wir unbedingt noch Miner draufpacken. Sonst gibt das hier nicht wirklich was. Erwarte Befehle. Guckt euch mal an, wie die hier alle an die Station fliegen. So, hier unten auch nochmal 67 M-Schiffe. Ist schon echt krass, was wir hier mittlerweile an Schiffen da hinstellen. Erwarte Befehle. Die sind nur in Warteposition. Erwarte Befehle. Jetzt checken wir einfach mal nochmal unsere Station ab, das heißt, erwarte Befehle. Die Schiffswerft 1, so, die bekommt jetzt ihr volles Geld. Die 2, die hier auch. Erwarte Befehle. Haben wir das schon mal? Da packen wir jetzt noch den Rest mit rein. Erwarte 5. Befehle. Auch nichts mehr, die ist fertig. Die 6 kommt auch noch ein paar Millionen. Erwarte Befehle. Ja, und die Station, die produziert nur. Schätzwert können wir auch abhaken. Da müsste noch was drauf. Das lassen wir aber mal auf 0. Haben wir immer noch 42 Millionen. Und ja, jede Menge Schiffe zum Verkauf. Das heißt, Geld ist kein Problem. Und da Geld kein Problem ist. Erwarte Befehle. Ist die Frage, ob wir da jetzt noch mehr von den Angriffsflotten zaubern oder nicht. So viele sind es ja erstmal gar nicht. Erwarte Befehle. Ach Gott, die funken uns jetzt alle an hier. Ja, brechen wir einfach mal so ab. Sollten die uns auch nicht mehr nerven. Dann gucken wir mal, haben wir da zufällig bei den Argonen ein Schiff hier stehen? Natürlich nicht, wäre auch zu einfach. Was ist denn hier los? Oh, die Terraner greifen in argonischen Träger an. Sind aber auch aggressiv hier mittlerweile. Hier ist auch mittlerweile viel Zeit vergangen. Die Xenon sind ja auch noch aktiv. Aber ich bin überrascht, dass die Terraner hier so viel Erfolg gegen. Da ist noch ein Osaka mit dabei. Ja, wo sind denn die ganzen Behemoths der Argonen? Keine mehr da. Ja, da werden wir dann noch relativ zeitnah irgendwann noch einschreiten müssen.
Wir machen jetzt noch eine Sache. Wir kaufen Händler ein. Nämlich ein Hermes. Eigentlich wurscht, welche Konfiguration wir da holen. Kaufen wir mal 10 Stück ein. Ja, die werden nicht alle gebaut. Und die bekommt dann hier auch die eine Station. Aber das mit den M-Schiffen finde ich irgendwie cool. Das macht irgendwie gerade richtig Laune. Die Frage ist eben, ob wir jetzt mit der kleinen Zerstörerflotte noch was machen. Aber fürs Erste reicht das jetzt erstmal so. Und dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.